Heute darf ich die nächste Person ausfragen. Also, wer bist du? Guten Tag, ich bin Merle Dützer, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Diepholz und ich gehöre der Nikolaikirchengemeinde in Diepholz an. Wenn ich deine beste Freundin, deinen besten Freund fragen würde, was deine Stärken sind, was würde er, was würde sie mir antworten? Wenn Celia mich beschreiben müsste, dann würde sie mich so beschreiben. Also mehr als einer meiner besten Freundinnen und das liegt daran, dass sie einfach extrem hilfsbereit ist. Das heißt, wenn du irgendein Problem hast, wenn du irgendwie was nicht verstehst, wenn irgendwas ist, ist Merle die Erste, die da ist, ist die Erste, die dir hilft und das ist einfach total toll an ihr. Und wenn sich irgendwer verletzt hat, keine Ahnung was, ist Merle die Erste, die da ist, die würde niemals einen Menschen auf der Straße liegen lassen oder so. Sie traut sich auch viel, also sie ist eine sehr offene Person, sie kann sehr gut auf Menschen zugehen, das finde ich auch mal sehr nett. Sie ist immer sehr lebensfreundlich, sie ist einfach liebenswert, sie ist nett und wenn irgendwas ist, hält sie mal zu dir. Das heißt, sie ist immer loyal, sie ist immer auf deiner Seite und sie ist für jeden Spaß zu haben. Also man kann mit ihr auch Pferde stehlen, das ist auch sehr schön. Und ja, das ist einfach das, was Merle ausmacht und Merle ist halt einfach ein kleiner Sonnenschein. Wo fängst du eigentlich neu an und warum? Ich habe dieses Jahr meinen Neuanfang an der neuen Schule gemacht, an der BBZ hier in Diepholz und mache jetzt gerade mein Fachabi und halt noch das einjährige Praktikum bei Frauke Laging, ja. Und was fasziniert dich am Neustart? Mich fasziniert am Neustart, dass ich jetzt bei meinem Praktikum bei Frauke viele neue praktische Erfahrungen für mein Leben sammeln kann und außerdem möchte ich auch gerne Diakonin werden und ja, darum habe ich auch das Praktikum gewählt, weil es mir sehr, sehr viel Spaß macht, in der Kirche mitzuarbeiten und mich zu engagieren und viel mit Konfis und viel mit den kleinen Kindern im Wiki-Club zu machen und ja, deshalb wollte ich unbedingt dort mein Praktikum machen. Hast du einen Lieblingsbibelspruch? Und wenn ja, warum ist es gerade dieser? Ich habe natürlich auch einen Lieblingsbibelspruch, also ist einer meiner liebsten und das ist mein Konfirmationsspruch und der heißt, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und so lange loben ich bin und den habe ich ausgewählt, weil ich einfach die Musik liebe und das Singen liebe und ich mag es auch richtig gerne im Gottesdienst zu singen, was leider gerade wegen der Corona-Zeit nicht geht, das ist halt richtig doof und den zweiten Teil, so lange loben ich bin, ja, bis ich tot bin, glaube ich natürlich an Gott und ich möchte natürlich auch das ewige Leben haben. Ja, und deshalb ist das mein Lieblingsspruch.